Jo Leute, ich bin George TV und ich nehme jetzt mein Video extra so auf, indem ich dieses Mikrofon in der Hand halte, damit man mich noch besser versteht, weil wir haben hier extrem viele Zirpen. Hier nebenan sind gleich Leute, die beobachten mich die ganze Zeit, weil ich ein Video aufnehme. Aber für InCAF lohnt sich das definitiv, ja. Ja, heute wollte ich mal mit euch über eine Thematik sprechen, und zwar über die Selbstständigkeit. Also ich bin jetzt seit mittlerweile über 3 Monaten selbstständig. Am 1. Mai bin ich richtig selbstständig geworden, ne, mit YouTube, Twitch, und ich kann sogar Essen machen und auch Wäsche waschen. Also ich bin mehr als selbstständig. Also nennt mich einfach das Multitalent Oliver aka Alpha Kevin. Ja, und jetzt wollte ich nur noch mal ganz kurz darüber sprechen, wie ich das empfinde, was ich jetzt so als Vorteil sehe oder was vielleicht auch negativ aufgefallen ist. Ich kann euch schon mal einmal vorab nehmen. Es ist fast nichts Negatives. Also es ist wirklich absolut geil. Seitdem ich selbstständig bin, macht mir so viel mehr auch Spaß. Also das Ding ist ja, sonst war ich immer auf Arbeit für 4 bis 6 Stunden und dann bin ich halt wieder nach Hause gekommen, habe dann Videos gemacht, Streams gemacht, und da merkt man halt schon, dass da die Zeit fehlt. Dann ist man halt so 12 Stunden am Tag aktiv für irgendwelche Arbeitssachen. Und wenn du halt YouTube hauptberuflich machen kannst, beziehungsweise auch Twitch hauptberuflich machen kannst, kannst du ja die Zeit im Tag, kannst du ja komplett aufteilen auf die beiden Sachen. Und das ist halt wirklich nice. Man merkt auch, dass man deutlich, deutlich ausgeglichener ist. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Influencern so ist, wie bei KuchenTV oder so. Aber ich merke zum Beispiel, ich spiele ja selber Fußball. Und ich merke, ich habe viel mehr Spaß mittlerweile wieder am Fußballtraining. Mir macht das, also ich gebe halt auch 100% und das bockt halt einfach mega. Und das hatte ich halt davor nicht. Also erst seitdem ich halt wirklich selbstständig bin, ist das so wieder zurückgekommen, dass ich so richtig viel Lust und Laune habe, da richtig durchzuziehen. Mit Fußball ordentlich, ja keine Ahnung, auch mal 110% zu geben, dass einem alles wehtut. Und das hatte ich davor einfach nicht, ne? Also hatte ich einfach nicht so die Motivation. Mittlerweile habe ich die auf jeden Fall. Was ist auf YouTube eigentlich alles so passiert? Also ich muss sagen, ich bin mittlerweile natürlich, wie auch schon davor, sehr aktiv. Ich kann mir aber mehr Zeit nehmen für die Videos. Ihr seht auch, dass meine Videos jetzt alle mittlerweile über 11, 12 Minuten teilweise gehen. Teilweise auch noch länger. Und das zeigt ja irgendwo, dass ich mehr Zeit reinstecken kann. Das zeigt auch, dass ich mehr Zeit habe für Jokes, für Memes, für irgendwas anderes, damit die Videos unterhaltsamer werden. Und ich will natürlich meine Qualität immer weiter steigern. Und ich denke, man hat jetzt auch die letzten paar Monate gesehen, dass es von der Qualität her immer auf einem relativ guten Level geblieben ist. Ich versuche trotzdem immer weiter an mir zu arbeiten und mehr aus meinen Fähigkeiten zu machen, ne? Also muss ja trotzdem sagen, ich könnte noch einiges mehr wahrscheinlich rausholen. Aber dafür muss ich mich noch intensiver mit Schnittprogrammen und mit Recherche und sowas kümmern. Und ich versuche halt in der Woche so 2 bis 3 Videos zu machen, die halt schon einiges an Zeit beanspruchen. Dann auch viel Streams, also so fast jeden Tag bis jeden zweiten Tag ein Stream. Das kostet schon einiges an Zeit. Ich möchte jetzt das Ganze aber gar nicht so kleinreden oder so großreden, sagen wir es mal so, weil letztendlich ist es einfach so, dass man als YouTuber ja wirklich sich die Zeit im Tag komplett aufteilen kann. Ich versuche das trotzdem immer von früh bis Nachmittag so gut es geht zu schaffen. Dann kommt meine Freundin nach Hause, dann ist der normale Alltag so, wie es bei allen Menschen ist. Ne, man macht zusammen irgendwas, ne, geht immer einkaufen und so weiter. Aber davor mache ich halt oder versuche ich halt wirklich jeden Tag ein Video irgendwie zu machen, noch einen Stream zu machen, dass ich da irgendwie vorankomme. Oder ich mache halt jeden zweiten Tag dann einen Stream am Abend. Ja, und dann muss ich das noch regeln, dann habe ich nochmal Fußballtraining, dann muss ich teilweise nach dem Fußballtraining noch einen Stream machen. Also das muss man schon ordentlich eintakten, aber es funktioniert derzeit echt sehr, sehr gut. Und ich denke, man merkt es mir auch an, ich habe in den Videos echt noch mehr Spaß als davor. Davor war es wirklich so eher gestresst und ja, deswegen kann ich da echt fast nur Positives sagen. Also es war bisher echt eine sehr, sehr geile Zeit. 3 Monate. Man muss allerdings auch sagen, die Fragen, die dann natürlich auch noch aufkommen bei einigen, ist, oder auch selber bei mir wahrscheinlich, ist, ob ich noch mehr Druck habe, also ob die Drucksituation noch größer ist. Und ich kann euch sagen, ja, das war am Anfang auf jeden Fall so. Ich hatte im März meinen wahrscheinlich besten Monat. Also da habe ich wirklich echt gutes Geld verdient. Ich habe noch nie so viel Geld verdient. Wir sagen jetzt mal verdient in Anführungszeichen. Ich finde, das ist immer so mit Verdienst, mit YouTube und Twitch ist immer ein bisschen schwierig, weil ich finanziere mich ja teilweise durch euch, auch durch Spenden und durch Subs und so weiter. Deswegen will ich gar nicht großartig vom Verdienst reden. Aber da hatte ich zum Beispiel mega gutes Geld verdient. Und dann war ich ja auch noch arbeiten, habe da auch noch Geld verdient. Und dann am Mai oder zu Mai war es ein bisschen weniger und im Juni war es deutlich weniger. Ich kann mich trotzdem gut finanzieren, aber schon allein, weil ich eine Krankenversicherung derzeit zahlen muss von 720 bis 730 Euro im Monat. Das ist so ein Nachteil der Selbstständigkeit. Ist schon ganz schön viel. Ich werde mich auch demnächst privat versichern lassen. Da bezahle ich dann nur noch im Monat 220 Euro und das ist halt geisteskrank wenig.
Ja, wenn man das vergleicht mit jedem Monat 730 Euro bezahlen oder 220 Euro, da spart man im Jahr einfach 6.000 Euro ein. Also das ist wirklich geisteskrank. Da kann man sich einfach ein neues Auto kaufen. Also es ist wirklich unglaublich. Und deswegen wird es in nächster Zeit auch ein bisschen entspannter für mich, weil ich einfach nicht diese Krankenkasse mehr bezahlen muss in dieser Höhe. Ja, weil das macht schon was, also beziehungsweise es gibt schon ein bisschen Kopfweh, wenn du einfach so viel Geld für eine Krankenversicherung zahlen musst, was du eigentlich gar nicht so krass nötig hättest. Ne? Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Krankenversicherung gebraucht hatte. Und also gar keine Frage, ist trotzdem wichtig, ne? Aber ich meine, als Selbstständiger ist eine Privatversicherung finanziell sinnvoller, sagen wir es einfach mal so. Aber es kommt immer drauf an, wo man die Prioritäten setzt. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden, wie es momentan auch auf YouTube läuft. Ich kann mich gar nicht beschweren. Meine Videos, die gehen fast alle um die 40.000 Aufrufe oder noch höher. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal die Zahlen hatte. Das ist fast das ganze Jahr über, geht das schon so gut ab. Und ja, das gibt mir einfach Hoffnung. Ja, auch in letzter Zeit liefen die Videos sehr gut. Viele neue Abonnenten sind dazugekommen. Viel guter und positiver Zuspruch. Auf Instagram bekomme ich so viele Nachrichten. Ich komme auch ehrlich gesagt nicht hinterher. Und jetzt gerade, wo ich im Urlaub bin, muss ich euch ehrlich sagen, beantworte ich auch fast keine Frage, beziehungsweise auch schreibe ich fast mit niemandem auf Instagram, einfach weil ich die Zeit nutzen will, ein bisschen runterzukommen, ein bisschen zu entspannen. Ich mache natürlich jetzt auch nicht jeden Tag einen Stream, ich mache auch nicht jeden Tag ein Video. Das ist jetzt mein erstes Video nach einer Woche, wo ich halt einfach gechillt habe. Und das tut halt auch wirklich mega gut. Einfach mal abschalten, einfach mal nichts machen. Man muss auch einfach sagen, ich hatte jetzt, bevor ich den Urlaub angetreten habe, habe ich so viele Videos vorproduziert. Ich habe 7 Videos vorproduziert. Also ich weiß nicht, ich hatte noch nie mehr als 2 oder ein Video vorproduziert in meinem Leben und ich habe halt innerhalb von 3 Wochen ungefähr 7 Videos vorproduziert. Das heißt, ich habe jeden Tag mindestens ein Video gemacht, weil es mussten ja auch noch in der Zeit oder in den Wochen trotzdem ja noch aktiv Videos kommen, plus nochmal die Videos, die jetzt gekommen sind. Es ist wirklich einiges, was an Arbeit da reingegangen ist, weil jedes Video bei mir auch über 10 Minuten ist und das natürlich dementsprechend auch viel Aufwand bedeutet und viel Skriptarbeit und so weiter und so fort. Also es ist momentan sehr viel, was passiert, aber es ist ja positiv, was passiert. Kann ich mich gar nicht beschweren. Also YouTube-technisch, Twitch-technisch, gut, Twitch lief auch schon mal besser, aber trotzdem möchte ich mich gar nicht beschweren. YouTube-technisch läuft es einwandfrei, ist wirklich mega stark. Ich bin mittlerweile sogar in der Position zu sagen, ich kann mich sogar von YouTube finanzieren. Ich konnte sonst mich eher von Twitch finanzieren, aber mittlerweile mehr von YouTube. Einfach, weil ich auch mal ein Placement bekomme, weil ich eine Kooperation mit manchen habe. Und das ist halt wirklich, ist schon ein Privileg, dass es das, wovon ich geträumt habe, einfach um meinen Traum zu leben, habe ich jetzt einfach teilweise Placements bekommen, wo ich mich teilweise mitfinanzieren kann. Und ja, mit dem Support auf Twitch, in meinen Streams, auch auf YouTube, es ist wirklich atemberaubend. Deswegen dickes Dankeschön dafür, dass ihr mich da so krass supportet. Ich weiß nicht, zu den 3 Monaten bleibt mir echt nicht viel übrig, außer Danke zu sagen. Ja, weil ohne euch könnte ich das nicht machen. Es war bis jetzt eine absolut geile Zeit, eine wirklich deutlich entspanntere Zeit als davor. Ich hatte ja wirklich bei meiner ganzen Ausbildungszeit habe ich ja YouTube extrem aktiv durchgezogen, habe ja noch Fußball gespielt, war noch im Fitnessstudio angemeldet, dann noch mit Freunden und wie gesagt, Prüfungsstress und so weiter. Alter, da war richtig viel los. Und jetzt kommt so die Zeit, wo man merkt, man hat das getan, man hat sich wirklich seinen Arsch aufgerissen, einfach damit man jetzt einen entspannteren und schöneren Weg gehen kann. Und die Arbeit hat sich letztendlich gelohnt. Das Gute ist halt auch bei mir, ich habe eine Ausbildung, ich habe auch schon gearbeitet, was halt auch einfach bedeutet, dass ich jederzeit, wenn YouTube jetzt nicht mehr laufen sollte oder Twitch nicht mehr laufen sollte, ich könnte jetzt jederzeit anfangen, wieder zu arbeiten, auch bei meiner alten Arbeitsstelle. Die haben ja auch direkt gesagt, hier, du kannst jederzeit anfangen, es ist gar kein Problem, wir würden dich definitiv nehmen. Und das ist einfach für mich ein sehr guter Rückhalt. Ich möchte trotzdem versuchen, YouTube und Twitch so durchzuziehen, dass ich davon gut leben kann. Das ist natürlich das, was ich definitiv will und das, was meine Zukunft mir auch persönlich sagt. Ich hoffe natürlich, das funktioniert irgendwie. Wenn es nicht funktioniert, dann ist es so, das akzeptiere ich. Aber ich werde trotzdem alles dafür geben. Und ich denke, ihr seht das auch. Ich versuche wirklich mit Mühe, meine Videos zu machen. Auch hier auf InCAF habe ich jetzt wirklich in letzter Zeit nicht viele Videos hochgeladen, beziehungsweise meine Cutter. Einfach, weil die auch Stress haben, weil die auch ein privates Leben haben. Deswegen wundert euch nicht, wenn hier nicht jeden Tag ein Video kommt oder jeden zweiten Tag. Das ist ganz normal, die haben auch ein normales Leben und ich kann mich um diesen InCAF-Kanal nicht zu 100% kümmern. Das ist das große Problem. Also mit diesen Reaction-Videos und so, gerade in der Urlaubszeit, möchte ich mir jetzt nicht noch die Zeit nehmen, Videos zu schneiden. Ich möchte einfach die Zeit zum Entspannen nutzen und damit ich einfach wieder mehr Motivation habe, dann später richtig durchzuziehen. Ja, also das ist momentan so mein Weg.
Ich hoffe, euch gefällt das. Ja. Ich hoffe, ihr feiert es auch. Und ich bedanke mich vielmals für das Feedback. Schreibt auch gerne mal drunter, wie ihr momentan die Situation bei mir so seht. Findet ihr das genauso, dass ihr jetzt merkt, dass ich mit mehr Spaß dabei bin? Oder sagt ihr, ja, die Videos haben an Qualität verloren? Schreibt mir das wirklich gerne mal rein. Es wird mich nicht nur interessieren, es wird mir auch sehr, sehr helfen. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und wie heißt es so schön? Stechen ans Wänkchen, euer Alpha Kevin und ciao. Eia, scheiße.